Herr Dr. Moawia Al-Hamid, Sie sind der erste Vorsitzende der Islamischen Gemeinde Magdeburg und der Imam. Zurzeit kursieren in den Medien viele Gerüchte und Vorurteile über Muslime. Was halten Sie davon? Ja, im Allgemeinen, das sind so viele Gerüchte und leider also negative Bilder über Islam, ja, was man zuletzt auch schon irgendwie immer schon gehört hat. Besonders zum Beispiel, sage ich ja so, was die Medien immer schon, nehme ich das als Beispiel, ja, der Spiegel zum Beispiel, 60% der Titelseiten sind wurden damit also schon negative Bilder und negative Meinungen über Muslime irgendwie verbreitet. Also ehrlich gesagt, also wenn man die Themen betrachtet, also welche Themen sind also schon da vorgetreten, sagen wir Ehrenmord, was immer schon irgendwie in den Medien sehr richtig also behandelt, oder über, sage ich, Zwangsheirat oder über Unterdrückung der Frau und die Sachen. Aber niemand hat das die Muslime gefragt, sondern nur vielleicht die Taten genommen und dann die Taten verbreitet als negative, sage ich, Bilder also über Islam. Also wenn ich irgendwie das so richtig interpretiere, ich nehme zum Beispiel als Zwangsheirat, ich bin hier Imam in der Stadt und da werde ich also auch einige Eheverträge islamisch irgendwie begleitet. Und normalerweise, wenn die Frau sagt, nein, ich möchte diesen Mann nicht als Mann haben, dann gilt unser Ehevertrag sowieso nicht. Also das heißt, der Ehevertrag wird nicht mehr islamisch richtig gesehen. Oder bei Ehrenmord. Ehrenmord im Islam heißt das Mord. Und dass es die gleiche Strafe ist. Also das heißt, das darf nicht irgendwie eine sagen, Ehrenmord ist anders. Oder Unterdrückung der Frau. Unterdrückung der Frau, wenn man, sage ich so allgemein, NTV-Berichte sieht. NTV, also da war vor ein paar Jahren über 96% der Befragten haben irgendwie der Meinung geteilt, dass das Kopftuch der Frauen im Islam richtig als Unterdrückungszeichen ist. Und das ist aber nicht der Fall. Also keiner hat unsere Frauen richtig gefragt, aber sie haben das so vorgestellt, dass die irgendwie Kopftuch tragen, dann akzeptiere ich nicht, dann geben die ihre Meinung. Das ist nicht der Fall, weil die Frauen haben ihre Kopftücher selber irgendwie eingelegt, selber ohne uns zu fragen. Das ist deren irgendwie Sache, das ist Praktizierung des Islam am Ende und das ist freiwillig. Also hat man vielleicht oder hätte man unsere Frauen gefragt, hier in der Gemeinde oder allgemein auf der Straße, hätten sie das anderer Meinung also abgegeben. Im Allgemeinen heißt das, also solche Vorurteile, da können wir das irgendwie schon lange darüber sprechen, dass das ist aber nicht der Fall, was richtig im Islam ist. Ist kein möglich sein. Man kann mir sagen, ja, okay, da gibt es Beispiele, auch schon in den, sage ich, einigen Städten, wo das irgendwie passiert. Kein möglich, ja, ist kein möglich, aber das ist Kultur. Kultur ist anders als Islam. Wenn der Kultur irgendwie ein anderes Bild gibt als Islam, dann ist es Kultur. Man sollte fragen, ob das islamisch richtig ist oder islamisch falsch ist. Und hier ist das der Unterschied. Wird irgendwie eine Familie irgendwie ihren Tochter irgendwie umbringen, Ehrenmord, dann wird also die, da sind die Muslime, da sind die ganzen Muslime und diese Vorurteile, also es beeinflusst uns ehrlich gesagt und dann haben wir irgendwie damit richtig damit gar nichts zu tun. Also man muss ja erstmal, wie gesagt, über also schon nach richtigen Regelungen im Islam fragen, ob das richtig oder falsch, aber keiner hat das nicht die Frage gestellt. Zur Sodi-Demo zum 9. Februar kamen Mitglieder der Islamischen Gemeinde Magdeburg mit Deutschlandfahnen. Aus Gesprächen ergab sich, dass die Fahnen die Dazugehörigkeit ausdrücken sollten. Uns ist es wichtig gewesen, die Muslime und Muslimas in Magdeburg sichtbar zu machen, ohne zu belehren und zu indoktrinieren. Wie wichtig ist es Ihnen, als deutsche Muslime wahrgenommen zu werden? Also zunächst, also wir waren schon über Nomagida da, also schon richtig tätig, also mit den Demonstrationen irgendwie haben uns immer schon an solche Demo
angeschlossen, also bei Nomagie da. Und ich danke Ihnen also schon dafür, dass Sie auch mit unterstützt haben. Bei der Sache, also zuerst also bei Magida, also Sie haben irgendwie selber, also sage ich, das, den Titel gewählt, also schon Europäer, also gegen Islamisierung des also Abendlandes oder also allgemein. Also heißt das Islamisierung, das ist erstmal, das ist falsch. Und das, deshalb haben wir das vom Anfang an gesagt, unter 1% braucht man nicht darüber zu diskutieren, über Überfremdung oder über Islamisierung. Das ist eine Dummheit. Und diejenigen, die das dahinter laufen, die folgen auch den gleichen Titel. Und damit müssen sie das erstmal den Titel auseinandersetzen. Wir waren mehrmals irgendwie schon, also vom Anfang an waren wir dabei. Und da haben wir das unser Wort gesagt. Und ehrlich gesagt, also damit wir sagen, okay, die anderen haben also schon deutsche Fahnen auch dabei. Also da dachten wir, dass wir gehören, wir sind auch ein Teil dieser Gesellschaft. Und damit, wenn wir das ein Teil der Gesellschaft, dann nehmen wir das auch, die deutsche Fahne damit. Einige haben uns gefragt, wieso? Also dass, wenn die euch sehen auf der Straße, dann dachten sie, das gehören sie dann dazu, Magida. Aber ich habe gesagt, nein, es tut mir leid. Also Deutschland ist es genauso für mich lieb, genauso wie, wie mein ehemalige Heimatland. Ja, ich stamme aus Syrien und damit ehrlich gesagt, also ich liebe diese Stadt genauso wie meine Heimatstadt. Und damit soll ich also auch die Fahne immer hochlegen. Sogar haben unsere Frauen mehr die Fahne genommen, um zu zeigen, ja, wir sind Teil dieser Gesellschaft. Also man kann unseren kleinen Anteil nicht vernachlässigen. Ja, egal wie klein, egal wie groß, wir sind Teil der Gesellschaft, dieser Gesellschaft. Das sind also hier, also sage ich von den Mitgliedern allgemein, da sind wir also über 650, die auch schon über, sage ich, über die Hälfte sind also schon deutsche Bürger. Und damit, wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir bezahlen alle Steuer. Wir sind also auch irgendwie schon, jeder hat hier Arbeit. Und dann, wir bauen auch die Stadt mit auf. Und damit heißt das irgendwie, für uns ist das, wir sind genau, wir haben, sage ich, gleiche Aufgaben und die gleiche irgendwie Verpflichtungen, also wie bei Magida, den Demonstranten. Ja? Und damit stelle ich das auch so vor, wir sind auch genauso wie Sie, aber mit anderen Zielen. Bunte Stadt aufzubauen, miteinander, voreinander zu sein und nicht gegeneinander zu sein. Die islamische Gemeinde Magdeburg war bisher an jedem Montag Teil der Protestbewegung gegen Magida. Hat sich an den anderen Tagen mit dem Aufkommen der Magida-Bewegung das Leben für Muslime in Magdeburg verändert? Und wenn ja, wie? Auf alle Fälle schon, ja. Also verändert in dem Sinne, so dass einige unserer Frauen wurden geschlagen auf der Straße. Sogar keiner hat das auch geholfen. Hier, also daneben, so neben der Schule. Eine muslimische Frau hat irgendwie ihr Kind abgeholt und direkt, also vor der Schule, wurde sie richtig geschlagen. Also das ist das mehrmals aufgefallen. Also sage ich vielleicht noch 200%, wenn man das betrachtet in der letzten Zeit. Ja, gab es vorher schon, aber das ist nicht so häufig wie. Ja. Auf der Straße wurde es auch ein Asylbewerber, also auch richtig geschlagen. Und die letzten, die kennen das schon, also von der Zeitung her, das sind auch Flüchtlingsunterkünfte auch schon übergriffen oder angegriffen. Und damit, also sage ich, das hat sich irgendwie zum schlechten Zwecken und richtig, also schon nur gegeneinander zu sein, also das also beeinflusst. Das heißt, ein schlechter Beeinflussung gibt es schon. Auch wenn Sie sagen, es tut uns leid, ja, also wir wollten irgendwie was anderes, aber damit irgendwie erregen Sie das, ohne dass Sie wissen, oder wenn Sie auch wissen, ich glaube, dass Sie wissen schon, ja, dass Sie irgendwie, dass die anderen erregen, gegen die Muslime was zu tun. Ja, in Dresden zum Beispiel, mein Kollege sagte, also in der Moschee, da wurden irgendwie auch was irgendwie geschrieben, also schon Schimpfwörter über Muslime, Schimpfwörter über also Religion, Schimpfwörter über Prophet Mohammed. Also wenn die mal unsere Propheten kennengelernt hätten oder mindestens die Geschichte davon gehört haben, hätten sie das niemals gegen Prophet was gesagt. Ja, es ist ein Prophet. Und damit ist das, wie gesagt, also die Sache ist das klar und deutlich, wenn sie einen Prophet holen, irgendwie einen Sohn Gottes geholt haben, Sahid Khan, ja, nur damit er über Islam schlecht spricht und dass er Islam so alles kein Teil also schon von Deutschland ist oder dass er also das Buch geschrieben hat
Verbrechen des Propheten Mohammed, also das mehr veröffentlicht, das sehen wir, dass irgendwie das was gegen uns ist, ja. Ansonsten hätten sie das anderen Rednern geholt, der irgendwie vielleicht einfach irgendwie schon seine Motiven und seine, sage ich, Ziele irgendwie öffentlich stellt. Aber sie haben sowas nicht. Also mehr gegen Muslime, mehr gegen Islam, was normalerweise das nicht geschehen werden soll. Hier, wenn sie da sowas tun, dann sage ich, wir sind betroffen, dann sind wir auf alle Fälle irgendwie durch Gewalttaten, also betroffen von solchen Bekloppten. Und dann haben wir Hass irgendwie gegen diese Leute und die haben Hass gegen uns. Und das ist, da lebt also damit keine Gesellschaft. Also wenn sie meinen, damit werden sie weg, da wird keiner weg. Ja, also ich kann da sagen, ich kann das bestätigen, da wird keiner weg von hier. Nicht die Asylbewerber, die hier gekommen sind, mit ihrem Leben hierher gekommen sind, werden nie weg von Deutschland. Und die anderen, die hier leben, die hier auch Arbeit leisten, die hier Familien haben, die werden das auch nie weg. Also das heißt, egal was sie haben, egal was sie tun, das ist nur erkrankt damit die Gesellschaft und nicht anders. Ja? Also wenn die Deutschland lieben, genauso wie wir, ja, wenn sie richtig Deutschland lieben und sagen, wir sind Deutschland, dann hätten sie vor Deutschland was getan und nicht gegen Deutschland was getan. Die islamische Gemeinde Magdeburg betet in einem baufälligen Gebäude mit viel zu wenig Platz. Zum Freitagsgebet drängen sich auf 200 Quadratmeter bis zu 650 Menschen. Ein Teil davon muss unter Polizeischutz auf der Straße beten. Seit Jahren wird im Stadtrat darüber diskutiert, welche Lösung es zur würdigen Unterbringung der islamischen Gemeinde in Magdeburg gibt. Wie ist der aktuelle Stand? Werden Sie vom Land Sachsen-Anhalt oder der Kommune logistisch und finanziell unterstützt? Das ist eine große Geschichte. Also ich kann lange und Tage darüber sprechen, weil es richtig tut weh. Ja, also wo soll ich anfangen? Ja, also wenn ich irgendwie richtig anfangen würde, also mit dem ersten Brief von 2004, also den ich also an Wobau geschickt habe, mit der Bitte irgendwie vielleicht dieses Gebäude irgendwie zu kaufen, das war also vor 11 Jahren. Ja. Das irgendwie, also nach, sage ich, 11 Jahren bis heute, das war der erste Brief natürlich, nach 11 Jahren habe ich das, kann ich sagen, also 27 Objekte haben wir das gesehen, viel davon sogar auch mit Gutachter, auch hier diskutiert, im Gemeindevorstand, im Gemeinderat, über alles diskutiert, sogar auch Preise geholt und alles und alles. Und einige wurden also richtig, dafür haben wir keine Genehmigung bekommen, schriftlich oder mündlich. Wie Michael-Lotter-Straße zum Beispiel mündliche irgendwie Absage, wie zum Beispiel in Reform ein Objekt, also schon das, der, Moment, das Objekt habe ich vergessen, Otto-Bär-Straße, wie das Objekt zum Beispiel, Otto-Bär-Straße in Reform, wurde das auch schriftlich abgelehnt. Also wenn man das die Sache komplett betrachtet, die Geschichte komplett betrachtet, da findet man, dass das sehen wir das auch so, dass alles Diskriminierung der Muslime hier in der Stadt Magdeburg. Okay, wenn man das irgendwie schon mehr analysieren möchte, also gibt's, also ist das allgemein so, sind die Muslime so, also überall behandelt? Nicht, nein. Nur in Magdeburg, ja. Sage ich, wo ich promoviert habe, in Hannover, da hatten wir das 22 Gemeindezentren. Ja, 22 Genehmigungen, 22 Anträge und da wurden alle genehmigt und die leben dort also genauso wie die anderen, also ohne Problem. Man kann sagen, okay, das ist Niedersachsen, das ist Westen, hier, wir sind Osten. Ist auch nicht der Fall, weil hier im Osten, sage ich, in Halle, ja, hat das auch sehr gut funktioniert. 3 Monate lang habe ich jetzt nur ein Objekt gesucht, 2007 gefunden, gekauft, genehmigt bekommen. Und die leben dort im Gemeindezentrum, also wie zu Hause. Und da hat das irgendwie die Stadtverwaltung auch mit alles gemacht. Integration, Arbeit zwischen denen läuft ohne Problem. Nur hier, ja. Also sage ich, wir sind, also wie Sie gesagt haben, also 200, manchmal geht bis 350, bis 400 auf der Straße zu beten wir, besonders in den Festgebeten, Polizeischutz. Also das kann man so einfach nicht ertragen vor langer Zeit. Da gibt es also schon richtig, also hier bei uns
ja, schlechte Stimmung, also in der Gemeinde, Gemeindemitglieder, weil die sagen, okay, wir beten in der Hitze, also 39 Grad, wir beten hier in der Kälte, minus 3 Grad, minus 7 Grad, wieso, warum? Also wir wollten das nur normalerweise kaufen, also wir wollten das kein Objekt geschenkt bekommen, da haben wir das nie gesagt, deshalb haben wir gesagt, vom Anfang an, wir wollten ein Objekt kaufen. Aber egal, wo wir treffen, ja, da wird das also irgendwie immer was dagegen sein, egal was. Noch ein Beispiel, die Brandenburger Straße Nummer 8, das Objekt. Da hatten wir das direkt von der Stadt bekommen als Angebot, Mai 2013. Im Mai oder sogar im Juni 2014 haben wir das irgendwie, also schon die Absage von der Stadt, irgendwie, das wird also für euch das nicht, wir haben das vermietet. Also wieso, dann gibst du mir also bitte also schon das Angebot. Also das heißt, damit, also wir sind diskriminiert, also auch die Sachen, die sie das uns gegeben haben, sind zurückgezogen. Damit, also wie gesagt, die Stadtverwaltung, also ist der Schuld daran. Auf alle Fälle sage ich das laut und deutlich, die Stadträte sind alle mit uns. Sogar die Grünen, die CDU, SPD und die Linken waren alle hier. Also mit dem ersten Vorsitzender und ein Team, die haben das irgendwie laut und deutlich gesagt, das gehört nicht zu Magdeburg. Das ist ein unwürdiger Platz, also richtig hier so zu bleiben, da musstet ihr das was anderes bekommen. Sogar haben sie das 4 Objekte an die Stadtverwaltung irgendwie vorgeschlagen. Die 4 Objekte wurden auch abgelehnt. Das war im Sommer letztes Jahres. Also wir hätten gern eine Lösung damit dabei, also weil es stört uns. Ja. Zum Kauf des Gemeindezentrums, eines neuen Gemeindezentrums, sind Sie da auf kommunale oder staatliche Mittel angewiesen? Nein, auf alle Fälle nicht. Also wir werden das selber bezahlen. Also das heißt, also der Oberbürgermeister hat laut und deutlich gesagt, er bekommt also sowieso keine Hilfe von uns und das ist nicht seine Aufgabe oder die Aufgabe von kommunalen Vereinen oder ich weiß nicht, staatliche irgendwie Behörden. Wir akzeptieren das, aber was wir wollen, dass sie das uns so einfach irgendwie dabei helfen, die Objekte, die wir selber irgendwie gefunden haben, richtig bitte dann also zu genehmigen oder ein bisschen zu ermöglichen, dass wir das auch schon kaufen können. Man kann sagen, ihr habt das auch, also wenig Geld. Ja, wir haben, okay, wenig Geld, also sage ich die 130.000, aber wir sind ein sicherer Mieter. Wir konnten das irgendwie als Mietkauf von der Stadt, da haben wir das überall in Hannover, das wurde es auch gemacht. Also wir bezahlten die Miete seit irgendwie 13 Jahren, also richtig, also schon monatlich, ohne einen Tag irgendwie Verspätung. 1.600 Euro bezahlen wir für die Miete für diese bescheidene Baracke. Also das heißt, bis heute haben wir das über 200.000 schon bezahlt und das Gebäude gehört uns am Ende nicht. Deshalb war unsere Idee vom Anfang an, wir wollten ein Gebäude kaufen für uns. Ja? Also heißt das, wir können das irgendwie den Betrag komplett bezahlen oder einen großen Teil und über Mietkauf können wir sprechen. Ja, wir sind sicherer Mieter damit. Ja, wir haben das jeden Monat bezahlt und auch eine große Summe. Wir können das über alles reden. Und das Objekt, was wir zuletzt irgendwie hier besprochen haben, das Objekt, wo wir drauf sind, mit der anderen Baracke daneben, da haben wir das ein Angebot geschrieben. Ein Angebot haben wir geschrieben. Ich habe selber also irgendwie geschickt an Wobau. Am 10. Februar, am 10. Dezember habe ich das Angebot geschrieben für die beiden Objekten, also 1.800 Quadratmeter, mit der Bitte zu kaufen. Also wir wollten das kaufen, ja. Und 5 Wochen als Frist gegeben. Nach 5 Wochen habe ich das einen Brief bekommen, sogar eine E-Mail bekommen. Bitte verlängere für uns also die Frist. Ich habe die Frist verlängert, noch nach deren Wunsch bis Ende März. Ob das nochmal was tut, glaube ich nicht dran. Also ich bin richtig pessimistisch am Ende und sage, ich kann das nicht mehr ertragen. Ja? Deshalb habe ich irgendwie Hilfe angefordert von allen Vereinen, dass sie das uns helfen. Ja? Also so kann das nicht weiterkommen. Sie besitzen einen Doktortitel, sind Doktoringenieur und Mitarbeiter der Otto-von-Guericke-Universität. Fühlen Sie sich in Magdeburg zu Hause? Ehrlich gesagt, ja, hundertprozentig. Also das ist, okay, meine Frau war dagegen, als ich hier kam. Da habe ich gesagt, okay, ich probiere mal. Also es kann sein, dass es interessant ist, ja. Und das war interessant. Also mein Job ist richtig interessant, finde ich. Und hier die Stadt Magdeburg hat es auch also richtig, richtig mir gefallen. Ehrlich gesagt, ich habe es auch meiner Frau gesagt, wenn ich den gleichen Job hätte in Hannover, werde ich nie umziehen. Ja.
Ich liebe die Stadt Magdeburg und ich bin hier, ehrlich gesagt, wie zu Hause. Ja? Mir gefällt die Stadt, mir gefällt also schon, also sage ich, zum großen Teil fast alle Bewohner auch, außer diejenigen leider irgendwie, die gegen uns sind und nur gegen allgemein Ausländer. Aber ich bekomme jeden Tag so Fragen, also wie zum Beispiel, ich bin neuer Asylant hier, also neuen Asylbewerber, soll ich umziehen? Ich habe es viel irgendwie Berichte gehört über Magdeburg. Ich sage jetzt immer nein, es tut mir leid. Alles, was du gehört hast, ist falsch. Also hier, wir sind in Magdeburg, wir haben auch ruhiges Leben. Sogar, Gott sei Dank, bis heute haben wir keinen Zusammenstoß. Also wir sind seit 13 Jahren hier, haben niemals so eine Anklage von Nachbarn oder von Passanten. Also wir leben hier gut und ohne Konflikte. Und ich sehe, also das ist ein Traumstadt. Ja, Magdeburg ist ein Traumstadt. Sage ich ehrlich, also ist nicht Medien, ja, also sage ich das ehrlich. Wie können wir Sie gemeinsam gegen antimuslimischen Rassismus unterstützen? Was Sie vorher geleistet haben als Nazi-frei, danke ich auch Ihnen nochmal also dafür. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon dazu was zu sagen, aber im Allgemeinen, ich danke allen, die das auch dafür geleistet haben, also dabei zu sein, mit uns zu sein, also gegen falsche Vermutungen und falsche Aussagen, die Magida zurzeit, also bis heute gemacht hat. Uns stört, ehrlich gesagt, also nur die Medien, also nicht alle Medien. Also ich spreche nicht über MDR, ich spreche nicht über ZDF, ich spreche noch über einige Medien, die das auch noch bis heute negative Bilder, über negative Meinungen über Muslime und Islam. Hätte man vielleicht irgendwie Einfluss gehabt. Also diesbezüglich, da kann man das vielleicht vor zusammen, also vor ein Gespräch, vor zusammen zu diskutieren über allen Themen, die Sie haben. Das ist die Sache, also was wir gern wünschen, dass das in den Medien sollte vielleicht, wenn man das Einfluss drauf hat, also dass Sie das vielleicht, bevor Sie das über Islam sprechen, sollen Sie das vielleicht mit den richtigen Muslimen sprechen. Ein Beispiel dazu. Über IS, was richtig uns jetzt stört, ja, IS-Gruppe in Syrien, in dem Irak, die töten zurzeit Muslime, ja, also viel mehr Muslime als woanders, ja. Und ich komme aus Syrien, auch aus dem Osten Syrien, meine Familie jetzt, also schon, da sind 4 Schwester mit ihren Familien, dort belagert worden von IS. Also die Kinder, meine Schwester, also die haben nie was zum Essen, ja. Die nehmen was von der Erde. Also ich spreche nicht über das Regime, das belagert hat, wie Al-Yarmouk-Kamp, also in Damaskus. Ich spreche richtig IS, die das richtig die komplette Stadt also belagert haben. Da sind Muslime da, auch wenn keine Muslime da. Das darf nicht sein, dass sowas gehört nur zu Faschisten, also gehört nicht zum Islam. Und jetzt, wenn einer uns sagt, ja, ich habe es euch gesehen, ja, die Muslime so gestern bei RTL oder so, es tut mir leid, das sind so ein, sage ich, weniger als ein Millionistel, also weniger als 100.000, wir sind also 1,8 Milliarden Muslime, es ist viel weniger als ein Millionistel. Und damit schadet uns in den Medien, wenn wir sehen, islamische Terroristen, und das sind keine Muslime, es tut mir leid, die haben uns getötet. Mein Neffe wurde also vor 2 Monaten getötet, von denen. Ja? Also das heißt, bitte irgendwie nicht islamisch, sage ich, die Terrorgruppen, so und so, also dann akzeptiere ich das, weil wir Muslime sind dagegen. Und damit ich erwarte von den Medien, von den, sage ich, Parteien, die einen Einfluss haben, vielleicht also schon bessere Diskussionsebene irgendwie oder bessere, sage ich, Diskussionsmöglichkeiten, dass wir das unsere Stimmen zeigen, dass wir sowas irgendwie nicht irgendwie unterstützen, sogar wir sind dagegen. Und unsere Stimmen musste man hören, ja. Und ich denke, es ist auch jetzt also die evangelische Kirche dabei, die das auch schon dabei jetzt irgendwie auch denkt, dass wir das jetzt zusammen irgendwie was veranstalten, damit die anderen auch unsere Stimme hören. Das ist die wahre Religion zu hören, ob das richtig so ist oder falsch. Und das erwarte ich also von den anderen, dass sie das auch sowas tun. Da hoffe ich. Sie haben vorhin über den IS geredet und den IS als Faschisten bezeichnet. Können Sie darauf noch mal ein bisschen näher eingehen? Ja, klar und deutlich. Also wir sind also hundertprozentig davon betroffen. Ich spreche über intern, also ich spreche aber auch nicht also von den, Beiträgen, wie das in den Medien jetzt irgendwie das dazu kommt.
noch schlimmeres Bild. Also was die Medien das leider nicht gesehen haben. Also wenn ich Videos Ihnen zeigen würde, was ich per WhatsApp bekommen habe, ja, was dort richtig passiert, ja, da bekommen Sie graue Haare. Also ich bin der Meinung, ich sage immer, ich kann das ertragen. Meine Frau kann das nicht ertragen. Also ich sage es, ich vertrage. Ja, bis ich ein Video gesehen habe, da habe ich das richtig über Nacht nicht richtig geschlafen. Ja, also ich bezeichne die nochmal tausendfach. Das sind Faschisten, genauso wie die alle anderen, die das vorher irgendwie die anderen getötet haben. Diejenigen, die sowas machen, also Muslime oder Nicht-Muslime, Leben verbrennen, da gehört nicht zu einer Religion. Da sind keine Religionen dabei. Da sind keine Religionsgrenzen dabei. Diejenigen, die irgendwie Leute richtig Kopf abmachen, die richtig schlachten, wie Tiere. Wenn ich Ihnen ein Video zeige, also wie Sie irgendwie jemanden schlachten mit einem unscharfen Messer. Also der schreit beim Schlachten. Ja? Sogar die sagen, der andere jetzt, du bist in der Reihe, guck mal hier. Du bist danach, ja. Und der andere ist tot, bevor irgendwie geschlachtet wird. Es ist richtig, also Faschisten, die da sowas tun, weil die sind richtig, also kein Muslime, ich weiß nicht, Tiere, wie kann man das nennen? Ich weiß nicht, ich habe keinen richtigen Begriff dafür. Normalerweise als Muslim, ich darf kein Schaf schlachten mit einem unscharfen Messer. Ich darf nicht, ja. Sogar wenn ich ein Schaf schlachten möchte, dann muss ich das in einen anderen Gebiet gehen und dort schlachten, wo die anderen Schafe nicht das sehen dürfen, islamisch gesehen. Und die machen das mit Menschen, das umgekehrt. Die bringen die anderen und schlachten die Kinder getötet. Also ich habe es in meiner Heimatstadt. Da sind 700 Menschen getötet, 700 Männer getötet, also von denen auf einmal. Ja, gibt es da... Ich weiß nicht, ich kann das viel, wie gesagt, nicht bezeichnen, also nicht nur irgendwie sagen, da gibt's ich brauche noch irgendwie ein Wörterbuch dazu. Ja? Also die Wörter, die wir kennen, also reichen das nicht aus, also das zu bezeichnen. Ich habe Videos gesehen, dass richtig Kinder, ja, 11, 12, 13 Jahre alt, richtig Kopf ab, also mit ihren Füßen richtig angehängt an einen Baum, Köpfe daneben und Blut fließt und die Kinder gucken daneben, oh, was passiert da? Kinder, kleine Kinder, ja. Was erwartet man also von denen, also diejenigen, die das gesehen haben? Weil die mal gegen sie sind. Jeder, der gegen mich ist, muss ich das ihnen töten. Welche Religion das fordert von mir? Das sind, wie gesagt, Menschen, die wir nie irgendwie mit denen einig sind. Niemals, nie werden wir unter einem Dach bleiben. Wie gesagt, die haben, da sind fast alle betroffen. Aber das ist eine kleine Gruppe. Also, aber die anderen, also weil das richtig viel in der Nachrichten ist, man denkt, also das sind so alle Muslime, aber das ist ein sehr kleiner Teil. Ja, ein sehr kleiner Teil. Also das ist weniger als ein Millionisten. Also ich kann ein Beispiel nennen. Sie haben ein Bildschirm, grün, ein Millionpixel und einen schwarzen Pixel drin. Ja, also wird diesen Pixel irgendwie das auch gesehen? Niemals. Ja, weil das ist, am Ende haben wir ein grünes Bild. Ja, sogar wenn das auch nicht repariert, sogar wenn wir das zur Firma schicken, wird das auch uns nicht ersetzt, weil es nur ein davon. Ja, also es ist so. Ja, aber also ich kann das, wie gesagt, also viel darüber sprechen. Die Videos, also wie sie das irgendwie das mit den Menschen handeln, das gehört nicht, gehört zu keiner Religion, Ja. Wie können wir Sie als Magdeburger und Magdeburgerinnen zukünftig besser unterstützen? Besser unterstützen, das hätten wir gern. Also ehrlich gesagt, in dem Sinne, also erstmal also mit dem hier Objekt zu finden und mit dem Objektsucher plus der Objektsucher und die, also sage ich, die Genehmigung dazu, hätten wir gern Unterstützung von allen Parteien, also hier in Magdeburg. Einige sind dabei, die das auch uns geholfen haben. Ich danke alle. Ich danke es auch Kalumet besonders, dass die das also ein Treffen veranstaltet haben. Und das ist einmal, also ich erwarte, hätte ich gern, also keine Erwartung, also positive Erwartung, also mehr hätte ich gern, dass jemand uns näher kennenlernt und nicht irgendwie von außen irgendwie über Islam und Muslime zu sprechen. Wir machen jährlich zum Beispiel hier Tag der offenen Moscheen am 3. Oktober
Und da kamen letztes Jahr ein, zwei, maximal drei Personen, die das irgendwie uns besucht haben, obwohl wir Zeit genommen haben von 10 Uhr bis 14 Uhr, manchmal bis 16 Uhr. Und da dachten wir, okay, viele mussten das nicht darüber nicht wissen, aber vielleicht durch die letzten Ereignissen, da kann man wahrscheinlich irgendwie damit rechnen, dass das auch einige über die wahre Religion irgendwie richtig also wissen möchten. Das habe ich das auch gespürt, also zuletzt, also viele Anfragen per E-Mail, per Facebook und mehrmals auch schon Gesprächsanforderungen. Da habe ich das fast irgendwie, ehrlich gesagt, in den letzten zwei Wochen komplett belegt, ja. Dass man irgendwie sagt, okay, näheres also Gespräch mit allen bringt immer was, ja. Also bringt immer zur Vernunft, miteinander reden, das ist die Haupt, glaube ich, Hauptakte und Hauptsache, irgendwie miteinander voreinander zu sein. Und die, sage ich, ich nehme es jetzt auch als Beispiel, da gab es eine katholische Studentengruppe, die vorher Studenten waren, die sind jetzt über 20 Jahre zusammen. Und die haben mich angerufen und gefragt, also ob ich das irgendwie zu denen, also zu einer Sitzung von denen komme und über Islam sprechen kann. Da habe ich gesagt, auf alle Fälle schon, da habe ich das auch gemacht, da war richtig erstaunlich, also von Fragen, da habe ich das erklärt, da habe ich das irgendwie mit denen richtig diskutiert, da war ein fröhlicher Abend für mich. Also ich hätte gern sowas immer schon, wenn jemand irgendwie darüber richtig sich informieren möchte, dann gern jederzeit. Also wir bekommen auch Schulen, die jetzt auch zu uns kommen, die auch über die Religion bei Ethikstunden und wir diskutieren mit den Kindern, also sogar manchmal kommen auch die Eltern dabei. Sowas irgendwie bringt die Stadt immer vor. Also wir sind hier also in einer Stadt, wo, sage ich, allein an der Universität vielleicht, ich weiß nicht, wie viele tausend Ausländer und wie viele davon sind Muslime. Das bringt miteinander und füreinander zu sein. Und das müssen alle Magdeburger dafür sorgen. Und was wir zuletzt haben, also durch Merida, ist das gegenteilig. Ja? Vorurteile gegenteilig, also genau das Gegen, was die Stadt sein sollte. Ja? Ja, und das tut uns weh, da Sie auch über Islam sprechen und ohne, dass Sie das uns gefragt haben, ob das richtig oder falsch ist. Ja? Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch also für Ihre Interesse und ich danke auch alle, die dabei irgendwie was beigetragen haben.